hier jetzt los? Nein, das ist nicht möglich. Wieso seid ihr hier? Verschwindet, Trugbild. Verschwindet und lasst mir meinen Schlaf. Das... dann ist das kein Traum? Ihr seid wirklich hier? Ja. Aber wieso? Der Prophet vergeht, wenn der Herrscher ihn verlässt. Das ist der Lauf des Spiels. Das war er schon immer. Erklärt euch, wie habt ihr diesen Ort gefunden? Und wieso existiert ihr überhaupt noch? Sie? Warum? Sie hat keinen Verstand, keine Gefühle. Warum also sollte sie das tun? Aber dennoch, ihr sagt die Wahrheit. Das spüre ich. Dann könnte es wirklich wahr sein, dass die unwahrscheinlichste aller Eventualitäten eingetroffen ist und sie euch hierher gebracht hat? Ihr... Verzeiht. Es ist lange her, dass ich mit jemandem gesprochen habe. Ich habe viele Namen. Die Akarier nannten mich den Totengott, die Mondhäutigen den Hüter der Träume und die Pyreer den Dämon der Tiefe. Und für euer Volk bin oder war ich der schwarze Wächter. Wieso bist du nicht klangvoller Namen, ich weiß. Dabei bin ich nichts davon. Weder Dämon noch Gott. Ich bin nur ein Auge. Verdammt dazu, zuzusehen. In euren Maßstäben? Älter als eure wagemutigsten Chroniken zurückreichen. Sehr viel älter. Ich habe sie alle gesehen, seit mein Volk gefallen ist. Jede Zivilisation, jede Läuterung, jeden Zyklus. Was? Nein. Die Sternlinge kamen weit nach mir. Ich war nur ein Narr, der sein Leben um jeden Preis retten wollte. Die Läuterung würde geschehen, das wusste ich schon lange, bevor der rote Wahnsinn begann. Aber ich wusste auch, dass gegen sie anzukämpfen, wie mein Volk es tat, und das eure es tut, vergebens ist. Also habe ich nach einem anderen Ausweg gesucht, sie zu überstehen. Und habe ihn gefunden. Was ihr hier seht, ist das Ergebnis. Der Goliath, wie ich ihn damals nannte. Ja. Was es ist? Mein selbst geschaufeltes Grab. Was es werden sollte, war ein Körper aus Stahl. Eine unsterbliche Maschine, mit der ich mein Bewusstsein verschmelzen wollte. Denn nur organisches Leben kann von den Hohen geerntet werden. Und ich dachte, dass ich dem Zyklus so einen Streich spielen könnte. Beim Namen der Sonne, wie brillant ich mir damals vorkam. Ich wollte ein Gott werden, der der Zeit ins Gesicht lacht. Aber lassen wir das Selbstmitleid. Was geschehen ist, ist geschehen. Sie hätte es mir ermöglicht, die Spanne, bis wieder neues Leben entsteht und der Zyklus wieder von vorne beginnt, abzuwarten. Nur, dass die neue Menschheit dann einen wahren Gott gehabt hätte, der über sie gewacht und damit vor den Hohen bewahrt hätte. Keine imaginäre Gestalt wie der Schöpfer, keine Scheingötter wie die Lichtgeborenen, um mit den Worten eurer Welt zu sprechen. Okay. Als Einziger, ja. Aber die Läuterung kam zu früh. Der Goliath war noch nicht vollendet. Und als der Herrscher das Licht entfesselte, blieb mir nichts anderes übrig, als mein Bewusstsein vorzeitig mit ihm zu verbinden. Ein großer Fehler, wie sich herausstellen sollte. Ich habe überlebt, ja. Aber ich bin in dem unfertigen Körper der Maschine gefangen. Und seither muss ich zusehen. Immer und immer wieder. Ohne irgendetwas tun zu können. Ja,
es war nicht so geplant. Der Goliath in seiner finalen Form sollte gottesgleich werden. Eine Synthese aus Mensch und Stahl. Aber ich hatte mich überschätzt und aus Angst zu schnell gehandelt. Ja, aber ein Teil des Goliaths ist das Auge. Mit ihm kann ich sehen, was auf der Welt passiert, überall. Natürlich nicht so, wie ihr es euch vorstellt. Es sind Schemen, Ahnungen, Gefühle, die ich empfange. Aber sie genügen, um zu verstehen. Nein, ihr versteht nicht. Ihr irrt durch den Nebel, selbst jetzt, wo es fast vorüber ist. Die Hohen sind nicht das eigentliche Problem. Würdet ihr sie als das sehen, was sie wirklich sind, wären sie machtlos. Ja, es ist schwer in Worte zu fassen. Ich weiß nicht viel über die Hohen. Nur, dass sie Teil von etwas sind, das wir den Zyklus nennen. Eine Menschheit entsteht und erblüht und dann immer zur gleichen Etappe ihrer Entwicklung erscheinen sie. Und mit ihnen der rote Wahnsinn. Die Menschen beginnen den Verstand zu verlieren. Kriege brechen aus und Chaos regiert, bis es schließlich 2, manchmal 3 Jahre später geschieht. Die Leute. Jener Moment, in dem die Hohen das kollektive Bewusstsein einer Menschheit verschlingen, damit daraus ein neuer, der ihren, geboren werden kann. Niemand kennt dabei ihre Beweggründe. Ob sie aus Niederträchtigkeit handeln, aus Überlebensdrang, oder ob sie vielleicht überhaupt keinen eigenen Willen haben, wie ein Naturgesetz. Aber eines weiß ich, so mächtig sie auch sein mögen, die Menschen sind es, die ihnen diese Macht in die Hände legen. Wir machen sie zu dem, was sie sind. Denn was niemand versteht, ist simpel. Die Hohen nähren sich von dem, wovon die Menschheit am meisten hat. Von ihrem Stolz, ihrer Gier, ihrem Hass, ihrer Angst. Und ihrer immerwährenden Suche nach einem Feindbild, das verantwortlich für alles Schlechte ist, das geschieht. Es sind diese Abgründe, die die Hohen sich zunutze machen. Sie sind menschlich. Jeder von uns hat sie. Und für sich gesehen sind sie keine Gefahr. Es ist der Umgang damit. Denn wenn wir sie verscherren, sie nicht reflektieren und sie verleumden, beginnen sie den Hohen in die Hände zu spielen. Warum? Fragt ihn. Auch das ist einfach. Die Hohen selbst können die Läuterung nicht herbeiführen. Nur ein Mensch kann es. Mit dem Leuchtfeuer. Genau wie über die Hohen auch, weiß ich wenig über seine Natur. Es existiert seit Anbeginn der Zeit, seit die Hohen auch bestehen. Und anders als ihr nun vielleicht glaubt, sagen die alten Schriften die Wahrheit. In den Händen dessen, der den Numinos trägt, kann es die Hohen verbannen. Ein für allemal. Aber es kann die Menschheit auch zerstören. Denn entzündet man es, ohne den Numinos zu besitzen, ist das, was geschieht, weit mehr als nur eine verheerende Explosion. Es ist die Läuterung. Der Triumph der Hohen über eine weitere Menschheit. Und just während wir sprechen, hat ein Mensch, Thealor Arantheal, es getan. Ein grelles Licht erscheint im Kern der Maschine und es breitet sich aus. Erst nur auf Enderal, dann über das Rote Meer hinweg auf die anderen Kontinente. Binnen weniger Stunden wird alles Leben es spüren. Eine Hitze, die von innen verbrennt. Ein grelles Licht, das durch ihr Fleisch nach außen bricht. Versteht ihr nun? Die Hohen haben keine eigentliche Macht über uns. Alles, was sie tun, was der rote Wahnsinn tut, ist, unsere Abgründe zu nähren, uns zu manipulieren, um uns dazu zu bringen, uns selbst zu zerstören. Wir sind es also, die unser Fallbeil schmieden. Wir führen sie zum Sieg, obwohl in unseren Händen doch der Schlüssel zu unserer Rettung liegt. Aber anstatt unsere Narretei zu erkennen, verbeißen wir uns in demselben Fehler, wiederholen unser Schicksal, immer und immer wieder. Und alles nur, weil wir uns weigern zu sehen.
Wer will schon wissen, dass es unser eigener Stolz, unsere Schwächen sind, die uns zugrunde richten? Wer will schon hören, dass es keine einfache Antwort gibt, keinen klaren Feind, der für die eigene Misere die Verantwortung trägt? Es ist so zynisch. Der Moment, in dem wir begreifen würden, dass wir es sind, die die Hohen real machen, wäre der Moment, in dem das alles ein Ende hätte. Aber wir tun es nicht. Der größte Feind des Menschen ist der Mensch selbst. Oh mein Gott. Sie ernten nur. Wir säen. Träume, Gedanken, die sie uns injizieren, Visionen. Sie sind überall, aber wo genau, das vermag selbst ich nicht zu sagen. Aber das Prinzip ist immer dasselbe. Sie werfen eine faule Saat auf den fruchtbaren Boden, der unser Geist ist. Der Rest geschieht dann von selbst. So wie Tausende vor ihm. Die Hohen waren sich völlig darüber im Klaren, was sie tun mussten, um ihn zu dieser letzten Verzweiflungstat zu bringen. Sie haben mit ihm gespielt, mit seinen Schwächen und Ängsten, wie eine Figur auf dem Schachbrett. Und das Traurigste an all dem ist, dass er bis zum Ende glauben wird, etwas Gutes getan zu haben. Das war seine größte Angst, ja. Als gescheiterte Persönlichkeit in die Chroniken der Welt einzugehen. Diese Furcht haben die Hohen sich zunutze gemacht, als er sich aus seinem Gefängnis befreite, um in den Nerimesischen Bergen kurz darauf zu sterben. Der echte Arantial ist tot, Prophetin. Er ist ein Fleischloser, eines der mächtigsten Instrumente der Hohen. Genau wie ihr. Was soll ich sagen? Nein, das ist die Realität. Die Methoden, mit denen die Hohen auf uns Einfluss nehmen, sind vielfältig. Die mächtigste davon ist die Schaffung der Projektionen. Die Fleischlosen oder die Boten, wie sie auch genannt werden. Stirbt ein Mensch mit einem unerfüllten Verlangen, haben die Hohen die Kraft, aus ihm eine Projektion zu schaffen. Das Ergebnis ist ein immaterielles Abbild des Verstorbenen, das sich aber selbst für real hält und von seiner Umgebung auch so wahrgenommen wird. Was niemandem auffällt, sogar der Projektion selbst nicht, sind zwei Dinge. Zum einen, alles, was sie antreibt, ist dieses Verlangen, diese letzte Geißel. Zum anderen ist sie eine idealisierte Variante ihrer selbst, wie geschaffen dafür, sich von ihrer Geißel zu befreien. Aus schwachen Fischerstöchtern werden Kriegerinnen, aus ergrauten Feldherren charismatische Anführer, die sich durch nichts von ihrem Ziel abbringen lassen. Ihr seid eine davon, so wie alle der Boten. Ihr seid eine Fleischlose, ein Geist auf der Suche. Ich kenne eure Vergangenheit nicht, denn bevor ihr zur Prophetin wurdet, wart ihr unbedeutsam. Aber anders, als ihr glaubt, habt ihr nicht überlebt, als die Kapitänin euch und euren Freund über Bord warf. Ihr seid ertrunken und in diesem Moment drangen die Hohen in euren Geist ein und machten aus euch das, was ihr heute seid. Okay. Und anders als ich kannten sie den Wunsch, der euch antrieb. Was auch immer er war, er machte euch vorhersehbar. Und er erlaubte es, euch leicht zu lenken, genau wie Arantial und Kuarek auch. Versteht ihr? Jeder einzelne Traum, den euch die Hohen sandten, jeder Moment, in dem sie euch erschienen, diente nur dem Zweck, euer Selbstbild zu nähren, euch in eine Richtung zu drängen. Ihr solltet das Spiel auf ihre Weise spielen. Und sie hatten Erfolg. Ihr habt das Echo der Zukunft gelesen, das Leuchtfeuer gebaut und Arantial zu dem Numinos geführt. Nur damit es zerstört werden kann. Und er in seinem Selbstwahn die Entscheidung trifft, die er getroffen hat.
Ich mache euch keinen Vorwurf, Prophetin. Ihr habt das getan, was Tausende vor euch auch taten. Und ihr tatet es, weil ihr es für das Richtige hieltet. Aber eines ist diesmal anders. Und das verwirrt mich. Noch nie hat eine Projektion erkannt, was sie wirklich ist, da sie sich mit der Läuterung auflöst, genau wie der Rest der Menschheit. Nicht so aber ihr. Hier steht ihr, und ich erzähle euch die Wahrheit über eure Natur. In all der Zeit ist das noch nie geschehen. Okay. Aufhalten? Nein. Beim Namen der Sonne. Es ist so zynisch, dass ihr mich ausgerechnet jetzt gefunden habt. Es ist vorbei, Prophetin. Ihr seid stark. Aber egal, wie lange euch eure Macht vor dem Licht der Läuterung schützt, über kurz oder lang verbrennt es auch euch. Selbst wenn... Wartet. Nein. Nein, vielleicht... Vielleicht habt ihr recht. Vielleicht gibt es doch einen Weg. Und welchen? Ihr... Aber... nein. Es wäre ein sinnloses Opfer. Verzeiht mir, ich muss meine Gedanken erst ordnen. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Was ich gesagt habe, ist wahr. Hier würdet ihr die Läuterung nicht überstehen. Aber es gibt einen Ort, an dem ihr es könntet. In der Sternenstadt. Ich habe gesehen, dass ihr die Rettungskapseln nach Ark geschaffen habt. Sie könnten euch zurück zur Stadt bringen. Und was auch immer die Stadt all die Jahrtausende über geschützt hat, würde euch auch schützen. Ihr könntet die Läuterung überleben, beim Antlitz der Zeit. Ihr könntet sie überleben. Nein, nein, das tut es nicht. Aber darum geht es auch überhaupt nicht. Ihr seid fleischlos. Und genau wie für mich spielt für euch die Zeit keine Rolle. Deshalb könntet ihr das tun, was ich tun wollte. An einen sicheren Ort fliehen und warten, bis die Läuterung vorüber ist. Und dann eine neue Menschheit erschaffen. Eine neue Menschheit erschaffen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis nach der Läuterung das nächste Leben entsteht. Erst Einfaches, dann Menschen. Und genau wie all die zuvor würden auch sie den Hohen wieder zum Opfer fallen, weil sie auf denselben Irrwegen wandeln würden wie all die Zivilisationen davor. Aber nicht mit euch. Ihr könntet ihr Entstehen bezeugen und für sie zu einer Gottheit werden. Ihr könntet eine Menschheit formen, die frei von Stolz und Schwäche ist und dadurch die Hohen entmachten. Stellt euch doch nur einmal vor, in eurer neuen Welt gäbe es keinen Bedarf mehr für das Leuchtfeuer, weil die Hohen schlicht und einfach keine Fäden mehr hätten, an denen sie ziehen könnten. Die Menschheit vernichtet sie durch ihre Überlegenheit. Hallo? Es bedeutet mir sehr viel, dass ihr das sagt. Was nun zählt, ist Geschwindigkeit. Die Läuterung ist schon in vollem Gange und euch bleibt nicht viel Zeit, um in die Sternenstadt zu fliehen. Ihr müsst durch das Portal zurück und hoch in den Tempel und dann die Rettungskapseln aktivieren. Tut das und beeilt euch. Ihr werdet das Licht sehen und spüren, sobald ihr wieder an der Oberfläche seid. Und mit der Zeit wird es euch verbrennen. Aber ihr werdet es schaffen, das weiß ich. Eines gibt es allerdings noch. Einen letzten Wunsch, den ich an euch habe. Ich will, dass ihr mich abschaltet. Ja, ich möchte endlich schlafen. Bitte versucht nicht, mich vom Gegenteil zu überzeugen. All das... Es hat nichts mehr mit mir zu tun. Bitte, tut es. Der Schalter vor euch. Mit ihm habe ich mich damals mit dem Goliath verbunden. Er wird mich wieder davon lösen. Tut es und dann geht. Geht
und erfüllt euer Schicksal.